Im Reich der Pflanzen. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, um den neuen Film aus der Serie zu schauen. Wir werden heute ein paar Updates sehen und auch ein paar Sachen, die wir in der Entwicklung weitermachen, also in dem Sinne einen Schritt weitergehen. Und zunächst zeige ich euch mal hier unseren Salak, unseren Schlangenfruchtbäumchen, wollte ich gerade sagen, ist ja eigentlich ein Pelmchen. Dieses Blatt ist letztens herausgewachsen, ist mittlerweile am Ausreifen, hat wunderschön kräftiges Grün entwickelt. Also der Pflanze geht es richtig gut hier in der Selbstbewässerung von Lechuza. Es klappt so genial, wunderbar, wunderschön anzusehen, auch die Palme. Also dass das mit den Palmen so einfach ist, das ist schon genial. Ne? So, ich kann mir jetzt aber keine 100 Sorten Palmen hier ins Haus stellen, falls auf die jemand kommen sollte, probiert doch mal die oder die Palme aus. So, zwergförmige sicherlich, das wäre noch interessant, die nehmen ja nicht ganz so viel Platz weg, von daher müssen wir mal gucken, was wir da in Zukunft noch machen. So, wir kommen zum Granatapfel. Punica Granatum Nana. Punica Granatum steht noch draußen, hat schon gelbe Blätter bekommen, wird die Blätter jetzt auch abschmeißen zum Winter hin. Und ich werde ihn auch draußen stehen lassen, um zu gucken, ob Punica Granatum tatsächlich das im Topf, interessanterweise dann in dem Sinne, überleben kann. Im Boden ist das noch eine andere Sache, aber mich interessiert es dann jetzt halt im Topf, da ich die Pflanzen bei mir nicht im Garten pflanzen kann, denn ansonsten verschwindet der Spielplatz. Logischerweise nicht, aber okay. So, Punica Granatum Nana in der Anzucht. Er hat einen Steckling damals gemacht, im Wasser bewurzelt und er hat tatsächlich, ich weiß nicht, 2 oder 3 Jahre ist jetzt her, die ersten Früchte ausgebildet und dieses Mal sogar eine richtig große Frucht oder relativ große Frucht. Ich habe es ja schon ein paar Mal gezeigt. Die Frucht hat sich direkt, oder die Blüte in dem Sinne, am Stamm entwickelt. Das war auch schon mal interessant zu beobachten. Bisher kannte ich das nur, dass also direkt am Trieb eine Blüte entsteht und daraus dann halt eine Frucht sich entwickelt. Und dieses Mal tatsächlich am Stamm in dem Sinne. Nun gut, beim Steckling ist noch kein richtiger Stamm, aber an der Basis, sagen wir es mal so. Auch das interessant mitzunehmen und zu beobachten. So, wie machen wir jetzt weiter? Wir haben damals Steckling gemacht von dem Bonsai, den wir in Vorbereitung haben. Zeige ich euch auch nochmal ganz kurz, wie er jetzt aussieht, damit wir die Entwicklung weiter sehen können, wie die Pflanzen sich halt so im Wachstum befinden. Ja, die Stecklinge, die wir gemacht haben im Steinwollwürfel, die Verfahrensweise ist genial, funktioniert richtig cool. Einen möchte ich davon jetzt behalten, den werde ich mir versuchen, zu einem Stämmchen heranzuziehen. Wird voraussichtlich nicht ganz so einfach, denn sie machen ja wenig dicken Wachstum. Ne? Soll aber nicht heißen, dass es nicht geht, wird voraussichtlich ein paar Jahre dauern, bis das dann so aussieht, wie ich mir das vielleicht vorstelle. Aber ich werde es angehen und bei der Gelegenheit werden wir uns auch einen herausnehmen und mal den Steinwollwürfel jetzt auseinanderfummeln, um zu gucken, ob das dann geht, wenn es notwendig ist, wobei es nicht notwendig ist. Man kann also mit dem Steinwollwürfel tatsächlich das Ganze einpflanzen, das ist also nicht das Problem. Aber die Frage stand im Raum, was ist denn wenn? Also gucken wir heute einfach mal nach und machen das im Prinzip live jetzt hier gemeinsam. Und die anderen werde ich zurückschneiden, damit sie mir nicht zu stark wachsen. Dann verzweigen sie sich auch besser. Man kann sie dann dementsprechend als Busch später halten oder in einer weiteren Gestaltung was anderes machen. Wie auch immer, sie wachsen dann wieder kräftig heraus, ganz schnell natürlicherweise auch. Und von daher werden wir die zurückschneiden mit uns, das hier nicht weiß Bescheid, bis unter das Dach wächst. Von daher würde ich sagen, fangen wir damit an. Ja, das machen wir als erstes jetzt und mal sehen, was wir dann heute noch machen. Es gibt interessanterweise immer irgendwas zu zeigen. Ich weiß nicht warum, aber es ist halt bei der Vielfalt der Pflanzen, die wir haben, ne, ist das so gegeben. Okay. Fangen wir mit dem Schätzchen an, das am größten gewachsen ist, am höchsten, diesen hier. Den nehme ich jetzt mal raus. Schau mal kurz die Wurzeln an, das ist soweit okay. Die hat man vor kurzem schon mal zurückgenommen. Also stelle ich den jetzt einfach hier hinein, dass wir den schon mal separiert haben. Er kriegt erstmal normales Wasser. In dem Sinne, bei uns Normalo ist was? Jawohl, Osmosewasser. Erstmal nur zum Parken, ne? Damit wir hier nichts Verkehrtes machen mit dem Pflänzchen. So, jetzt müssen wir uns einen herausnehmen, würde ich sagen, der kräftig gewachsen ist, damit wir mal gucken können, wie das ausschaut, wenn wir hier tatsächlich jetzt gleich die Wurzeln abnehmen, wollte ich sagen. Nein, natürlich nicht, sondern den Steinwollwürfel abnehmen, ne? Ja, also die Frage, welcher ist dafür am besten geeignet gerade? Spielt das jetzt eine große Rolle? Nee, nicht wirklich. Die sehen identisch aus. Aber wir nehmen den hier, da wird es einfacher mit werden. Und die anderen, die werden wir jetzt schon mal zurückschneiden. Da achte ich jetzt nicht auf viel. Ne? Ich schneide sie so weit wie möglich zurück. Möglichst so, dass wir nicht die Blätter mit durchschneiden. Ansonsten spielt das jetzt keine große Rolle. Einfach nur, um sie erstmal, ja, ne, nicht zum Wachsen anzuregen, sondern einfach klein zu halten, damit sie sich auch verzweigen oder wie auch immer, was damit passieren könnte. So, okay, ne? Dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Platz. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns jetzt erstmal das Schätzchen hier und fummeln den mal auseinander. Mal gucken, was damit dann passiert. Okay, ja, bin ich selber gespannt. Ne? Das erste Mal von daher. Let's do it.
Was mich jetzt erwartet, weiß ich nicht. So, wir sehen hier wunderschön die Wurzel im unteren Bereich. Ich werde es einfach vorsichtig versuchen, die auseinanderzuziehen. Ganz vorsichtig, Stück für Stück würde ich sagen. Einfach mal um zu gucken, was möglich ist oder auch nicht möglich ist. Und von daher gehen wir da ganz behutsam dran erstmal. Hier stellt sich halt die Frage, was ist denn, wenn wir das abnehmen möchten, also ohne den Steinbockwürfel einpflanzen. Der lässt sich jetzt sehr schlecht lösen, merke ich gerade. Ist sehr fest und dann muss man ganz vorsichtig vorgehen. Stück für Stück, dort wo man Wurzeln sieht, so wie hier jetzt in dem Bereich. Ne? Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen jetzt in der Aufnahme. Nicht reißen, sondern immer gucken, dass man so Stückchen abnimmt. Zumindest mache ich das jetzt so. Ne? Ob das wirklich notwendig ist, ist eine andere Sache. Ich gehe einfach behutsam erstmal vor. Ne? Ganz vorsichtig an dem Ganzen ziehen. Also sehen, bis jetzt haben wir noch keine Wurzel verletzt. Ne? Das ist schon mal ganz gut. So manches ist richtig fest bei dem Steinbockwürfel, aber ich hatte so ein bisschen Bange. Wobei, ist auch nicht so schlimm. Wenn es jetzt nicht klappen sollte, ist nicht so tragisch, ins Wasser stellen, wieder bewurzeln lassen. Ist also nicht so das Problem. Das ist ja nur relativ einfach, ne? Von daher. So, jetzt haben wir ein dickes Stück und ein bisschen vorsichtiger. Zucken wir das nochmal auseinander. Wie gesagt, es kann auch sein, dass man gar nicht so vorsichtig vorgehen muss. Ne? Guck, hier sehen wir auch eine Wurzel. Ich hoffe, man kann es erkennen in der Einstellung einigermaßen. Ich bin echt gespannt. Hier unten sind auch schon Wurzeln, sehe ich gerade. Uns das gelingt. Also bis jetzt sieht das recht gut aus, ganz vorsichtig. Aber ist schon genial, ne? Wenn man sowas das erste Mal macht in dem Sinne. Schon genial. Hier der Bereich ist sehr fest, wirklich sehr fest. Also da tasten wir uns ein bisschen vorsichtiger ran. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das notwendig ist. Vielleicht brauchen wir es auch einfach nur abziehen und gut ist, ne? Kann auch sein. Weiß man alle nicht. Aber Learning by Doing, ne? Wissen wir ja alle schon, ist nach wie vor immer noch die beste Methode. Ja, ist das sehr fest, also das wird wohl nicht so funktionieren. Aber das ist alles noch Theorie, was ich hier quatsche. Ne? Ich weiß es ja noch gar nicht. Von daher, ne? Einfach tun und machen, nicht lange lachen. Also bis jetzt sieht das gut aus. Ich habe so noch keine. Doch, was denn? Hier. Doch, hier haben wir schon eine Wurzel abgerissen. Okay. Also wenn das dann etwas fester hängt, wird es voraussichtlich dann auch nicht so einfach sein. Aber was soll's. Dann können wir ja auch mal sehen, wie das Ganze, jetzt habe ich auch eine kleine Wurzel abgerissen, wie das Ganze aussieht dann, ne? Ob das soweit noch okay ist. Aber ich würde sagen, ich habe auch noch eine Wurzel abgerissen, ist der hier. Okay, also diese dünnen, feinen Wurzeln, die reißt man dann also tatsächlich mit ab. Ist jetzt aber nicht ganz so tragisch, ne? Denn er hat noch ausreichend Wurzeln. Also soweit hat das ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Okay, ich würde sagen, den stelle ich jetzt einfach so wieder ins Wasser rein. Könnte man jetzt auch einpflanzen, logischerweise. Ne? Okay, ja, dann haben wir das auch erklärt. Also feine Saugwurzeln reißen hier mit ab, das ist ganz klar, ne? Ist nun mal so gegeben. Okay, zum Mitnehmen. Schauen wir das Ganze jetzt im Vergleich an. Einmal hier im Steinbockwürfel, jetzt ohne. Lol. Und hier im Wasserglas. Ne? Die haben wir ja auch noch. Auch die wollten wir bewurzeln lassen, um mal zu gucken, dass wir einen Vergleich haben. Aber wir wissen ja schon, und wir haben schon gelernt, dass tatsächlich im Steinbockwürfel das Ganze wesentlich besser funktioniert als im Wasser. So, und dann schauen wir das Ganze mal zum Vergleich an. Nehmen wir uns einfach den, der am meisten Wurzeln hier ausgebildet hat. Das ist der hier. Die anderen sind also noch mehr oder weniger dran dabei, in dem Sinne, ne? Ja, also, so schaut das Ganze aus. Ich hole den anderen jetzt mal raus, dass wir das im Vergleich sehen. Ne? Also ist doch ein enormer Unterschied zu erkennen. Ganz klarer Fall. Also, ne, Steinbockwürfel ist auf jeden Fall die bessere Variante in dem Sinne. So, also ich packe es jetzt einfach mal wieder mit rein hier. Man kann ja nichts wegschmeißen, ne? Weiß Bescheid. Okay, also mitgenommen. Ist jetzt natürlich so, wenn die Stecklinge etwas älter werden und die Wurzeln ausgereifter, also härter sind, dann wird das Ganze natürlich besser funktionieren. War vielleicht jetzt auch zu früh in dem Sinne, aber wir wollten ja wissen, was passiert denn wenn. Also es geht, wenn die Wurzeln ausgereift sind, hart sind, in dem Sinne geht es natürlich dann dementsprechend noch viel einfacher. So, mal gucken, was wir gleich anschauen. Moment. Da wir jetzt die beiden Pflanzen haben, werden wir sie natürlicherweise auch einpflanzen. Logisch, ne? So, wir nehmen erstmal den mit dem Steinbockwürfel hier, den wir jetzt separieren möchten. Wir haben hier einen Becher. Dort sind unten kleine Löcher drin. Kleine, nicht wahr? So, ich halte mal eben rein, um zu gucken, wie viel wir da schon mal reinfüllen können. Ich fülle das schon mal ein bisschen auf, halte ihn dann vorsichtig rein, so dass der Steinbockwürfel so eben bedeckt ist. Das ist also vollkommen ausreichend, ne? Ja, und auch das Schätzchen hier nebenan, was wir sehen hier, ist mit dem Steinbockwürfel tatsächlich eingepflanzt worden damals. Und das funktioniert wirklich, brauchen wir keine Bange haben. So, angießen sofort, logischerweise. Hör auf, jetzt wird mir das hier zwar plödern, aber egal. Ne? So, kräftig angießen, wir verwenden momentan noch keine Nährstoffe jetzt. Man sieht, das Wasser kommt unten raus, das funktioniert ganz gut.
Im Moment noch keine Nährstoffe. Das nächste Mal beim Begießen verwenden wir auch Nährstoffe dementsprechend. Ne? So, und dann werden wir auch den zweiten gleich einpflanzen. Auch hier logischerweise Löcher unten drin. Dann nehmen wir uns das Schätzchen jetzt, was wir jetzt aus dem Steinbohrwürfel herausgefummelt haben, damit wir dann halt auch begleiten können, inwieweit das funktioniert. Wenn jetzt einer sagt, ja, dann geht jetzt kaputt, ne? Von daher werden wir auch die jetzt hier einmal einpflanzen. Kann ruhig etwas tiefer, habe ich einen Rest hier, kann ruhig etwas tiefer eingepflanzt werden, denn wir haben ja gesehen, sie machen also auch im oberen Bereich Wurzeln tatsächlich. Von daher ist das also auch nicht so das Problem in dem Sinne, ne? Okay, also haben wir den auch eingepflanzt, gießen den natürlicherweise auch ein. Wir verwenden Osmosewasser jetzt hier beim Angießen auf jeden Fall. Ganz wichtig ist auch bei den Granatäpfeln, ich habe es ja schon erwähnt, sie sind keine Starkzehrer. Wenn sie zu viele Nährstoffe bekommen, dann werden die Blätter hier, wenn sie herauswachsen, krusselig und hast du nicht gesehen, sind zwar dunkelgrün, aber irgendwie scheinen sie kaputt zu gehen. Das ist dann tatsächlich eine Überversorgung an Nährstoffen. Kann aber auch tatsächlich am Leitungswasser liegen, ne? Denn Leitungswasser kann unter Umständen auch sehr hohe Mikrosiemenswerte erzielen. So, das kurz dazu. Dann haben wir jetzt die beiden Pflänzchen umgepflanzt, eingepflanzt in dem Sinne. Hier machen wir ein Stämmchen von und den werden wir einfach erstmal herauswachsen lassen und mal gucken, was wir dann zum späteren Zeitpunkt damit machen. Und die anderen, die lassen wir jetzt noch drin, aber ich habe sie gerade hier nicht, die lassen wir einfach noch drin, um sie weiter zu beobachten, wie sie sich dort in der Wanne entwickeln, im Steinrohrwürfel. Okay, das war es jetzt erstmal dazu. Dann kommen wir jetzt zu dem, was wir am Anfang des Filmes gesehen haben, wer aufgepasst hat, ja, und zwar zu der Bonsai Mini Chili Wald hier in dem kleinen Behältnis. So, ganz kurz nochmal gezeigt, ich habe jetzt hier tatsächlich auch einen anderen Becher noch drunter gesetzt oder ich habe den mit Löchern hier in einen hineingesetzt, wo keine Löcher drin sind, damit mir das Wasser nicht in die Gegend rumplöttert, wenn ich das Ganze gieße. Das funktioniert wunderbar, das haben wir auch bei dem Ficus religiosa gemacht, bei den Stecklingen. Auch das funktioniert wunderbar, hier steht noch ein kleines bisschen Wasser unten drin, das ist okay. Der Vorteil ist halt beim mineralischen Substrat, dass wir tatsächlich auch Wasser drin stehen haben können. In der Erde funktioniert das nicht, dann fangen die Wurzeln an zu gammeln, weil sie keinen Sauerstoff mehr bekommen. Aber hier in dem mineralischen Substrat funktioniert das wunderbar. So, das heißt im Klartext, wir werden uns jetzt mal die Mini-Chili etwas genauer ansehen. Ja, das machen wir jetzt. Unser Mini-Chili-Wald, wunderschön kräftig grün, wird ja auch kräftig gedüngt bei 1000 Mikrosiemens, aber auch hier nur jedes dritte, vierte Mal ungefähr. Wir können schon hier etwas erkennen. Ich versuche es mal näher ran zu zoomen. Da, siehst du das in der Mitte hier? Dort ist tatsächlich schon eine Blütenknospe, die sich entwickelt. Auch das ist natürlich genial anzusehen, dass die Pflanze in so klein, in dem Sinne, ich habe meine Hand dahinter, schon anfängt, Blütenknospen auszubilden. Das ist mega cool, denn es ist ja halt eine Mini-Chili, eine kleine. Ne? So, Wurzeln kommen hier unten noch nicht durch, das heißt, Wurzelwachstum ist noch relativ verhalten. Bedingt dadurch, weil sie halt sehr gut versorgt werden, also kräftig versorgt werden. Hier müssen wir allerdings jetzt aufpassen, dass sie nicht überversorgt werden, da dann diese Ausstülpungen, diese weißen Ausstülpungen kommen können. Vielleicht, also mit bloßem Auge kann man es nicht erkennen, aber so hier kann man es vielleicht schon sehen, hier sind so kleine weiße Punkte drauf. Das sind keine Tiere, das sind tatsächlich so Ausstülpungen, dementsprechend Überschuss an Nährstoffen, dann bilden sich so Zellwucherungen in dem Sinne. Also müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir so nicht zu dolle düngen, aber okay. Ich meine, sie vertragen es, auch wenn sich das bilden sollte, ist nicht ganz so tragisch. Bisher läuft es ja ganz gut. Ne? Also das nächste Mal werde ich jetzt auf jeden Fall noch einmal, zweimal sogar mit reinem Wasser gießen. Letztes Mal mit Leitungswasser gegossen. Hier müssen wir sehr oft gießen, also jeden zweiten Tag. Dann ist die Oberfläche weiß hier und dann wird wieder gegossen. Wie gesagt, nächsten zweimal mit reinem Wasser, Osmosewasser aus der Umkehrosmoseanlage und danach dann tatsächlich wieder mit Nährstoffen aufgedüngt. Voraussichtlich auf 1000 Mikrosiemens etwa. Denn Chili sind schon Starkzehrer, also sie brauchen ordentlich Nährstoffe. So, das kurz als Update dann hier von unserem Mini-Chili-Wald. Das ist die Mutterpflanze. Nein, das ist der Groot. Der Groot mit dem schönen Hut, dort ist die Mutterpflanze. Die Mini-Chili, ich halte auch hier meine Hand mal hin, damit man die Größe mal sehen kann. Ist also schon recht klein und interessanterweise hat sie eine dritte Frucht ausgebildet, jetzt vor kurzem erst. Die beiden waren ja schon gegeben, die reift jetzt aus. Und hier hat sich tatsächlich eine dritte entwickelt. Hier kommt jetzt auch nochmal eine Blüte. Also er blüht immer wieder, ständig, immer wieder mal. Ne? Wachstum ist nicht gegeben, immer noch nicht. Woran es genau liegt, kann ich nicht sagen. Ich beobachte die Pflanze einfach weiter. Ne? Da müssen wir dann halt gucken, inwieweit sich das in Zukunft entwickeln wird. Auf jeden Fall interessant anzusehen, dass man diese Chilis also wirklich so klein halten kann. Wir erinnern uns, das Ganze stand damals in solch einem kleinen Becher. Habe ich denn einmal hier stehen? Hier steht einer. In solch einem Becherchen wuchs die Pflanze, ich weiß nicht mehr, 2 oder 3 Jahre, auf jeden Fall recht lange.
Und irgendwann habe ich es dann hier hineingepflanzt, damit der Glut halt auch mal einen schönen Hut bekommt in dem Sinne. Ne? Ja, auch das wunderbar anzusehen, dass das so genial funktioniert. Ne? Ist schon cool. Der Glut mit dem Hut. So, und jetzt passt dann auch die Farbe, ne? Orange, Orange. Wobei das hier natürlich noch rot wird, aber ist schon cool, was alles so möglich ist im Reich der Pflanzen. Ja, Mini-Chili. Aber wie gesagt, ich werde da keine Massen von dran ziehen. Immer so das eine oder andere Projekt mal machen. Weil man bekommt ja immer neue Ideen, ne? Von daher. Lass aber den Glut mal hier mit seinem schicken Hut. Es wurde gewünscht, ein Update von dem Fettkraut. Pinguicula. So, schaut das Ganze aus. Das ist hier in diesem Glasbehälter, wo wir sagen, das ist ein Kunststoffbehälter, wo wir Vulkatekakteen Premium Substrat drin haben. Das wollten wir versuchen, ob das geht mit dem Fettkraut. Es funktioniert wunderbar. Sie hatte jetzt auch geblüht. Ich denke mal, sie wird in geraumer Zeit auch wieder Blüten nachschieben. Das sind ja mittlerweile 4 große Pflanzen, die sich hier drin befinden. Grün ist relativ gut, würde ich sagen. Auch Wachstum ist gut oder sehr gut sogar. Es ist auch hier so gegeben, dass wir hier nicht über Substrat düngen, auch nicht düngen können in dem Sinne, weil die Wurzeln sich meist an der Oberfläche befinden, direkt unterhalb der Pflanze. Wir sprühen das Ganze ein mit Vuxal Universal, allerdings in einer sehr geringen Konzentration von bis zu 200, 300 Mikrosiemens maximal. Und das mache ich vielleicht einmal im Monat ungefähr, also nicht so oft. Wir sehen, es funktioniert. So, da kommen wir zum Thema Trauermücken. Ist also tatsächlich so gegeben, dass dieses Fettkraut Trauermücken fängt. Hier kann man das sehen. Hier ist ein schwarzer Punkt. Hier waren mehrere. Dort ist ein schwarzer Punkt. Hier vorne auch. Also ist schon interessant zu sehen, dass wir also auch Trauermücken hier haben. Wir haben allerdings den Vorteil, dass wir das mineralische Substrat haben. Das heißt, also sie vermehren sich nicht hier. Diese Trauermücken, die kommen von draußen. Das ist ganz normal. Die befinden sich in der Natur. Und insbesondere, wenn wir jetzt so Phasen haben, wo es plötzlich nochmal warm wird, was wir jetzt so gegeben haben, dann kommen die Tiere auch ins Haus. Logischerweise, das ist so gegeben. Und interessant zu sehen, dass also dieses Fettkraut uns diese kleinen Tierchen nicht abfängt. Ein paar Sachen haben wir nämlich auch hier noch in Kokoserde stehen. Also von daher ist das natürlich schon genial, so zu sehen, dass das Fettkraut da tatsächlich in dem Sinne Abhilfe schafft. So, dann haben wir noch ein Pflänzchen hier stehen. Ich versuche es mal so hier hinzuhalten. Das steht hier noch in diesem Plastikpöttchen. Wurde bisher nicht gedüngt, ganz wenig gegossen. Die Erde war sehr oft trocken gewesen. Das Pflänzchen war im Verhältnis zu jetzt die Hälfte ungefähr. Und vor 2 Wochen ungefähr habe ich angefangen, das Ganze mal zu gießen und auch einzusprühen dementsprechend mit Nährstoffen. Das hat wunderbar funktioniert, dass wir das dann so auch mitnehmen können. Man kann sie klein halten, hungern lassen, man kann sie auch mal ruhig austrocknen lassen, das funktioniert also. Und von daher, ne, wenn du mal nicht genug Platz hast, wenn du eine fertige Pflanze hast, wie wir das jetzt hier halt haben, dann lässt du die anderen einfach ein bisschen hungern. Und bei gegebener Zeit, wenn du was Neues machen möchtest, dann holst du die wieder ran, gießt die wieder und düngst sie und dann wachsen sie. Ne? Das funktioniert also wunderbar. Wobei wir natürlicherweise, wir wissen ja schon, ganz einfach das Ganze durch Blattstecklinge vermehren können. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht und auch gezeigt, dass das wunderbar funktioniert. Von daher ist das schon eine richtig coole Sache mit dem Fettkraut hier im Haus. Das funktioniert genial. Sie kann man also tatsächlich auch im hellen Fenster halten. Das macht denen nichts. Und nur nebenbei fangen sie halt noch so ein bisschen was. Das ist natürlich auch schön mit anzusehen. Da kann man selber auch kontrollieren, wenn man es im Raum nämlich nicht sieht. Also ich habe hier nämlich nichts gesehen, also keine Trauermücke nirgendwo. Hier sehe ich jetzt aber, dass das tatsächlich bei uns auch noch gegeben ist, auch wenn ich sie so gar nicht sehe. Also von daher ist das auch mehr oder weniger eine Kontrollanzeigerpflanze für unser Haus. Dann wissen wir auch, was so los ist, ne? Ob wir Trauermücken haben oder nicht. Okay, kann man natürlich auch mit Gelbtafeln machen, logischerweise. Ne? Aber ich denke mal, so ist es auch ganz schön anzusehen. Okay, das als kurzes Update zu unserem Fettkraut. Kommen wir jetzt zum Bonsai. Punica granatum nana. Ja, etwas über einen Monat ist es her, bald anderthalb Monate, dass wir ihn zurückgeschnitten haben. Und er hat sich also mächtig, prächtig entwickelt. Das ist so ein Wahnsinn, was hier an Austrieb gegeben ist. Schneiden, ja, nein, vielleicht. Also ich möchte ihn ja, ich hatte es ja gesagt, erwähnt, rauswachsen lassen, um zu gucken, ob er dann jetzt auch anfängt zu blühen. Aber was ich machen kann, ist im oberen Bereich schon mal einzugreifen. Ich hole das mal ein bisschen näher ran, damit wir das besser betrachten können. Und zwar, damit wir ihn ein bisschen lenken können. Das müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir haben oben 3 große Triebe, die man sehen kann. Ich zoome es mal ein bisschen näher ran. So vielleicht, damit man es erkennen kann. Die Bewegung kannst du jetzt vielleicht nicht sehen vom Baum, aber ich kann die sehen. Die geht nach hier. Das heißt also, nächstes Mal sollte sie nach da gehen. Das heißt, ich werde den einen Haupttrieb hier entfernen. Der wächst nämlich sehr dominant.
Schnippeln wir den ab, damit die Kraft also in den Bereich hier gelenkt wird. Hier haben wir auch einen sehr großen, der später mal eine Etage geben könnte. Müssen wir gucken, wie das entwickelt. Auch den schneiden wir zurück, da das auch im oberen Bereich zu dominant herauswachsen ist. Ne? So mehr mache ich jetzt nicht. Das war jetzt einfach nur, um so ein bisschen das Ganze im oberen Bereich zu korrigieren, damit das Wachstum halt dementsprechend etwas gelenkt wird. Ne? So, mehr machen wir tatsächlich erstmal nicht. Der darf wachsen, der wird dann später auch mitgedrahtet, wieder nach oben dementsprechend gelenkt, ne? So wie wir das schon kennen. Ja, also ist schon eine coole Sache mit Punica Granatum Nana. Ne, wenn sie erstmal wachsen, wachsen sie. Und das ist richtig genial. Das ist ein richtig hübsches Bäumchen geworden mittlerweile. Ja, auf so ein paar Sachen kann man auch stolz sein, oder? Ne? Ich meine, den haben wir nur schon einige Jahre. Alter Schwede. Fast von Anfang an, kannst du sagen, schon. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt gleich zum Abschluss. Ich denke mal, das reicht erstmal. Wir kommen zum Ende für heute schon, meine Lieben. Ja, es ist also wunderbar anzusehen. Ich kann es nur wieder sagen, wie alles wunderbar wächst, seitdem wir so viele Experimente gemacht haben und sehr viel gelernt haben gemeinsam. Es ist einfach nur genial anzusehen. Ja, und ob das Schätzchen mal irgendwann blüht oder auch nicht, oder ob ich es vielleicht doch noch zurückschneide oder nicht, ich weiß es nicht. Manche Sachen passieren einfach spontan. Okay, weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der exotischen, tropischen Pflanzen. Wunderwelt der Pflanzen, ne? Vor allem die Pflege ist das Interessanteste bei der ganzen Sache. Natürlich das Wachstum dann dementsprechend auch, ne? Ganz klarer Fall, weil das erzielt man dann ja dementsprechend mit der richtigen Pflege. Dürfen wir nicht vergessen. Ne? So, machen wir Feierabend für heute erstmal, damit ich noch ein bisschen schlafen kann. Mich gesund schlafen in dem Sinne. Oh, das ist so schön, ne? Das ist so herrlich anzusehen, wie einfach manches jetzt tatsächlich wächst. Ne? Es ist einfach nur fantastisch. So, will ich gar nicht mehr viel labern. Ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Bis denn. Ciao, ciao.